Hallo und herzlich willkommen zu Videospaß mit Morgi und einer neuen Folge von Der Herr der Ringe Online. So, der gute Gnagi ist schon wieder nach Feste Guruth zurückgekehrt. Und wir haben weitere Aufträge bekommen, unseren Ruf hier zu verbessern, damit sie uns endlich wohlgesinnt sind. Das wollen wir auf jeden Fall machen, bevor wir in die roten Sümpfe gehen, Haragamar weiterziehen, um nach dem Rechten zu schauen, was uns eben der gute Radagast aufgetragen hatte. Wir müssen hier Orks töten. Und wenn Gnagi eins mag, dann ist es Orks töten. Ich weiß nicht, ist nicht Targrips eine bestimmte Art von Ork? Oder ist es eine eigene Rasse? Das würde mich echt mal interessieren. Falls es jemand von euch weiß, lasst mir das bitte in den Kommentaren da. Würde mich echt freuen. Danke schon mal hier an dieser Stelle. Außerdem müssen wir weiterhin... Das haben wir schon erledigt. Ich wollte sagen, müssten wir weiterhin Spinnen töten. Aber wir müssen, glaube ich, an einer anderen Stelle ihre Kokons zerstören. Und auf der Suche nach den Targrip-Schlechtern führt uns unser Weg hier in diese alte Ruinenanlage. Ja, hier sieht man, das ist ein echter Ork, würde ich behaupten. Das ist auch ein Stamm. Ich habe es noch nicht gegoogelt. Aber sei es drum. Ork ist Ork. Ja, das will ich auch meinen. Völlig egal, wie die heißen. Sie sind alle dem Tode geweiht. Und hässlich wie die Nacht. Schaut euch den mal an. Er braucht mal wieder eine richtige Rasur. Außerdem müssen wir hier fester mit fauligem Fleisch. Schaut euch das an. Und die Fliegen sind hier auch. Müssen wir zerstören. Und eine aufgeblähte Leiche verbrennen. Nehmen wir kurz ein Stück Ingwerwasser. Und da werden wir tatsächlich von hinten überfallen. Aber selbst das kann uns nicht aufhalten. Das war jetzt aber echt richtig mies. Hinterrücks. Nehmen wir mal so einen Kram. Ich liebe es ja, wenn er am Abschmatzen ist hier. Ich könnte euch eigentlich eine ganze Folge zeigen, nur wie sich Gnagi irgendwelches Zeug reinballert. Hier irgendwelche Schweinebraten und Met, Zwergenbier, Hobbitkuchen. All das. Vielleicht machen wir das auch mal. Denn unser guter Waffenmeister hat auch noch gar keine Sippe. Das ist also im Prinzip das Gildensystem in Herrn der Ringe Online. Das heißt nicht Gilde, sondern Sippe. Und das erfüllt die gleichen... Was ist das denn? Ah, ein Jäger. Komm, springen wir hier mal runter. Arg. Weil hier die ganzen Leichen sind. Cool ist, dass man hier im Laufen schießen kann mit dem Bogen. Ja, Sippen. Das ist das Gildensystem in Herr der Ringe Online. Da gibt es dann auch Housing und die ganzen inzwischen Standard-Features in MMOs. Jetzt kommt natürlich der Vogel hier. Und... schnappt sich hier die ganzen Dinger, die ich brauche. Aber sei es drum. Das dürfen die. Hey. Dürrer Mensch, mach dich vom Acker. Das ist mein Jagdgebiet. Ja, entschuldigt den rauen Ton von Gnagi, aber teilen ist nicht so meins.
Das sei denn vielleicht mit Hobson und Illuinel. Oh ja, der Server ist auch wieder gut beieinander. Es ist Sonntag, Abend, Primetime. Also wenn es vielleicht mal ruckelt zwischendrin oder so, der Server ist gerammelt voll. Was aber auch geil ist, also das Spiel ist erstaunlich, hat eine erstaunlich aktive Community. Und wenn jetzt dann das, irgendwann das neue Add-on rauskommt, in dem sich's um Mordor dreht, soweit ich weiß, denke ich, werden viele Spieler zurückkehren und vielleicht auch neue dazukommen. Würde mich persönlich sehr freuen. Weil Standing Stone Games... Na gut. Hat bis jetzt noch nicht so großartig bewiesen. Viel versprechen, das tun sehr oft. Die Firmen. Warten wir es einfach mal ab. Wäre auf jeden Fall absolut genial. Schaut euch mal hier diese Ruinen an. Da hinten ist ein Bergfried. Die Kirale. So ein bisschen. Mich ein bisschen mal informiert, wie ich besser kämpfe. Also ich starte den Angriff hier immer mit Zerreißen. Ja, zum einen mal gibt es einen Blutungs-Debuff auf den Gegner, aber was viel wichtiger ist und weswegen wir es machen, ist, dass hier die Rüstung verringert wird. Rüstung zerreißen. Kennt man auch aus WoW und anderen Spielen, wo dadurch die Resistenz einfach ziemlich stark gedrückt wird. Was ist das? Targrip Schlechter. Ja, das ist ja genau was für uns. Der sieht auch echt gefährlich aus. Schießen wir erstmal einen Ranzen. Oh ja, das ist ein heftiges Viech. Kopfstoß. Hat er uns entwaffnet? Nee. Oder? Doch. Könnte sein. Da hinten rennt noch dieser Schlacks rum. Ich finde, die sehen ultra urkomisch aus. Und zack. Sehr schön. Das hast du gut gemacht, Gnagi. Danke, danke. Oh, da ist unten noch eine Leiche. Brechen uns wahrscheinlich wieder die Haxen. Au. Aber die verbrennen wir mal. Heieiei, gibt's hier viele, viele. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Überlegt mir, ihr seid hier Bauer oder Händler oder Wanderer. Da bekommt man es ja mit dem Fürchten, wenn man hier unterwegs ist in einsamen Landen. Deswegen ist es gerade recht, dass der Gnagi hier unterwegs ist und wir ein bisschen ein Gegenpol gegen diese ganzen schrecklichen Kreaturen bilden können. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Das ist witzig. Am Anfang, wenn man mit Let's Plays anfängt, dann fällt es einem wirklich schwer, einen zusammenhängenden Satz rauszubringen. Und später ist es so, dass man das Ganze so ein bisschen vergisst und dann anfängt, irgendwelche verschachtelten Endlos-Sätze zu machen. Wo man dann zum Schluss nicht mehr weiß, wie viele Kommas man gesetzt hat und wo man ist. Und dann irgendwie nachdenken muss, so, wie schließe ich denn jetzt ab? So. Was haben wir denn hier noch? Mehr von diesen Leichen verbrennen. Und diese Fleischtonnen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dass jetzt gerade da vorne die Spielergruppe durchgerannt ist. Aber die Tonnen habe ich jetzt. Immer den Self-Heal, weil der ist relativ stark. Und vor allem der Cooldown ist nicht heftig. Der ist nur 30 Sekunden. Da kann man doch schon so ein bisschen off-tanken, denke ich.
Das werden wir dann auch sehen. Schrecklicher Tag, Clip. Die brauchen wir auch noch. Wütende brauchen wir nicht mehr. Aber wir töten hier alles. Hilft das jetzt beide? Tatsache. Der motzt die Reichweite, der kleine Zwerg. Ich bin mal gespannt, was Radagast noch weiteres herausfindet. Also wir müssen jetzt in Rotsumpf müssen wir herausfinden, was mit den wandelnden Bäumen, mit den Hirten los ist, weil die verrückt spielen. Da kann auch wieder nur irgendein Schergi aus Angmar dahinter stecken oder vielleicht von der Weißen Hand. Oh. Da seht ihr, hier, da ist was. Ah. Es gibt so viel zu entdecken, das gefällt mir immer am meisten. Kommen wir hier durch? Ach, scheiße. Entschuldigt. Was sage ich anstatt dessen? Nicht so wichtig. Oha. Können wir den Selfie hier nutzen? Ich hab grad ein paar saftige Treffer kassiert. Also, gegen Fernkampfwaffen schützt halt auch das Kettenhemd nicht so gut. Brauche ich noch Berserker? Nee. Da ist eine Tür. Oh. Meinst du, wir sollen da reingehen? Natürlich, Gnagi. Warum sollten wir nicht hier reingehen? Nun gut. Jetzt bin ich gespannt. Keine Ahnung. Geht's in die... Wow. Hier gibt es auch keine Rettung, hier sind wir auf uns selbst gestellt. Nach unten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier im Kreis. Vielleicht gibt es hier noch Schätze. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist immer das Gleiche. Es kann jetzt natürlich sein, dass es wieder zwei Folgen in Anspruch nimmt. Aber was soll's. Ein Waffenmeister. Wir können unmöglich diese große Anzahl an Orks, die sich hier verschanzt haben, lebendig lassen und sie gewähren lassen. Gott, ist das hässlich. Das sind so Schlachse. Das ist ein guter Volleyballspieler. Tagrib Berserker. Ja, man merkt, wir machen jetzt mehr Schaden, also machen auch die Kämpfe viel mehr Spaß. Man muss tatsächlich alle Fähigkeiten nutzen. Was ist das hier für ein seltsamer Ort? Die haben hier durchgegraben. Schaut euch das an.
Wie die Tiere wühlen diese Orks. Ein Zwerg würde einen richtigen Stollen anlegen. Fürchterlich. Schaut mal hier, haben sie die Zeichen der Menschenkönige oder zerstört. Oh, oh, ah, ah. Was ist das für eine? Gnashrak. Ein Anführer. Und Angar Eisenbauch. Oh, ich glaube, wir hätten noch hier noch nicht hingehen sollen. Aber jetzt sind wir schon mal da. Wahrscheinlich fehlt uns da noch die Quest dazu. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Das ist mir ein Kram. Und dann geht's auf die Backen, hoffentlich. Das sieht gut aus. Und jetzt kommt von hinten noch ein Bogenschütze. Natürlich. Erinnert euch noch an Brischze. Diesen Elite-Boss. Den ich fast geschafft hätte alleine. Und dann kam von hinten noch ein Respawn. So eine hässliche Töle. Das hat mich gerade so ein bisschen dran erinnert. Der Angar Eisenbauch. Ja, die Grimhans haben hier also gebuddelt. Jawohl, der Kopfstoß hat gesessen. Das ist tatsächlich auch geheilt, hä? Daneben. Ja, was mache ich jetzt? Ich will jetzt hier einfach weitermachen, oder? Ich wette mit euch, hier brauchen wir noch eine Quest. Ja, nämlich lauter Grimhans. Eigentlich nicht so genau diese Art, aber ich gehe davon aus, dass es hier noch eine Quest für gibt. Also treten wir einfach mal den taktischen Rückzug an. Und gehen hier rein, wenn wir die Quest haben. Mir wird hier jetzt auch nichts angezeigt. Die Orks haben eine weitere Ladung Waffen abgeliefert. Aha. Es läuft auch gerade gar keine Musik. Das ist komisch. Gerade mal schauen. Das ist Sumpfmoos. Dann müssen wir zurück in die verlassene Herberge. Norborgbeine, Eisenkiefer. Tja. Ja, ich würde sagen, wir treten hier den Rückzug an. Und ich würde sagen, ich mache das off-camera. Und wenn ich zurück in Feste Gurus bin, mache ich weiter mit der Aufnahme, dass ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir, ob wir eine weitere Quest bekommen, dass wir hier herausfinden sollen, was hier Sache ist. Und zwar das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Videospaß mit Morgi. Danke fürs Reinschalten. Ciao.